So, weiter geht's. Kinect ist angeschlossen, steht. Xbox steht. Fernseher bereit, oder ne? Angeschlossen. Geklemmt. Fest. Zack. HDMI-Kabel, Netzwerkkabel, Fettkabel. Und am besten noch Netz, Strom wäre nicht schlecht. Und dann sollte eigentlich alles funktionieren. Starte ich mal die Xbox. Mal schauen. Ach, geht sogar an. Kinect leuchtet. Leuchtet. Und leuchtet. Oh. Um dieses Gerät zu verwenden, muss eine Aktualisierung durchgeführt werden, wenn sie gesagt ist. Blablabla. Ja. Machen. 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 Ja. Okay. Aktualisierung. Dürfte schnell gehen. Oder ne? Du darfst gerne mit mir warten. Wir haben Zeit. Wir haben viel Zeit. Und lädt. 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 Und lädt. Und lädt. Lädt immer noch. Und immer noch. Komm schon. Du schaffst es. Du schaffst es. Super. Neustart? Ne? Doch? Ne? Doch ne? Xbox eingefroren. Ne. Oh. Sie sind bereit, selbst der Controller zu sein. Folgendes wird eingerichtet. Kann ich schon was machen? Ne? Ne? Ah! Die Kamera bewegt sich schon. Wissen, ich hab's gerade erst gesehen. Das sieht man im Video dann. Ich hab schon gerade Mucken gemacht. Die muckt auf. Kinect muckt auf. Okay. Weiter. Ja, 1,80 m, 60 cm muss es mindestens vom Boden entfernt sein. Das ist es. Steht perfekt. Sensor ist platziert. Ja. Dieser Vorgang hilft dabei, Sprachbefehle und hier zu verbessern. Beginnen Sie, indem Sie Hintergrundgeräusche überall verfügen. Hintergrundgeräusche testen. Ihre Hintergrundgeräusche sind in Ordnung. Ha, weil ich leise war. Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke Ihrer Lautsprecher so eingestellt ist, wie sie beim Spielen verwendet, wie Sie beim Spielen verwenden. Die Lautstärke Ihrer Lautsprecher wird durch Abspielen einiger Töne überprüft. Ich sollte sowieso mal ein bisschen lauter machen. Version. 12, 15. 15 soll so gut sein. Okay. Abspielen. Die Lautstärke ist in Ordnung, super. Dieser Test wird verwendet, um Kinect die Orientierung in Ihrem Raum zu erleichtern. Ihr Audio-Setup kann Kinect beeinflussen, wenn Sie mehr. Okay. Mikrofonkalibrierung. Wir kalibrieren mal. Thank you.
Super, geschafft. Wie ihr gelesen habt, ich musste leise sein. Weiter. Kinect hat ein integriertes Chat-Mikrofon für Spiele und Xbox Live Partys. Sehr schön. Brauchst du nur das blöde Headset nehmen? Sehr schön. Möchten Sie Kinect für Chat verwenden? Natürlich. Kinect. Kinect wird eingerichtet. Stehen Sie zuerst auf. Ja, ich stehe die ganze Zeit schon. Meine Hand wird schwer. Bitte nur eine Person. Also mir ist ja niemand. Legen Sie den Controller hin. Oh, jetzt wird's spannend. Legen Sie den Controller hin. Stellen Sie sich vor den Sensor. Stehe ich. Wie weit? Noch weiter? Stehe vor dem Sensor. Bin ich doch. Jetzt. Okay. Winken Sie, um die Steuerung zu aktivieren. Wissen, ob man das erkennen kann. Ich glaube, mit Handy ist das schwierig. Oder kennt mein Handy nicht? Jetzt. Ha! Wählen Sie über eine Hand. Ist eingerichtet. Viel Spaß. Mit Handy ist es bitte schwer. Bewegst du dich? Toll, jetzt geht's wieder ohne mit Controller. Mit Kinect können Sie ganz auf neue Art mit Ihrer Konsole interagieren. Hier erfahren Sie etwas über Fans, Ihre Hände, der Kinect-Hook und der Guide, die Guide-Geste. Okay. Das Spielfeld. Das Spielfeld ist der Bereich, in dem Kinect Sie sehen kann. Das Kinect sehen. Achso, unten rechts in der Ecke. Das Kinect sehen. Achso, das kann Kinect sehen. Und das richtig lesen. Gut. Ihre Hände leuchten, wenn Kinect sie sieht. Okay. Also, Hände leuchten. Das Handsymbol wird ebenfalls angezeigt, wenn Kinect sie sieht. Wenn Sie es sehen, können Sie winken. Oder nicht? Nee. Winken Sie in der Xbox-Steuerung, bis der Kinect-Hub geöffnet wird. Im Kinect-Hub können Sie Kinect-Spiele und Erfahrungen starten. Okay. Okay. Wenn der Kreis geschlossen ist, also wie bei iToy, geht's weiter. Ein Spiel anhalten. Ich muss mein Spiel anhalten. So machen Sie die Guide-Geste. Der Guide-Symbol wird angezeigt. Also Arm links, ein Arm links und ein Arm nach unten. Okay. Wenn Sie im Kinect Spielmenü, eine Option mit der Hand. Okay, oh klar. Okay. Der Kinect Guide funktioniert wie der Kinect Hub. Halten Sie. Okay.
Wenn Sie ihn übertreiben. Kinect Tuner. Wenn Sie Probleme mit Kinect haben, kann der Kinect Tuner Ihnen helfen, diese zu finden und sie beheben. Sie können Kinect aus dem Kinect doch besser an Ihr Spielfeld anpassen. Okay, also Feineinstellungen. Es ist alles eingestellt. Super. So muss es sein. Bestimmt zu weit weg. Ach, jetzt geht's besser. Jetzt geht's besser. Einwandfrei. Natürlich kann man das. Super. Perfekt. Natürlich würde es noch besser gehen, wenn ich jetzt meine Hand hier, meine Kamera näher an der Hand hätte. Aber ihr seht unten gleich rechts in der Ecke. Ich würde sagen, ich bräuchte noch eine zweite Person, die filmt. Zurück. Gut. Ich würde sagen, abschließend öffne ich nochmal die Spiele, die wir dabei waren. Und das dürfte relativ einfach gehen. Und dann probiere ich mal das erste aus. Was haben wir denn hier? Kinect Adventures. Irgendwo einen Anfang hier? Nee. Das sind halt keine originalen Nintendo-Spiele. Ein Nintendo-Spiel hat man immer das Siegel. Also einen schönen Streifen zum Abziehen, aber hier Xbox. Toll. Alles selber machen. Alles selber machen.